Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, liebe Freunde der guten Gaming-Unterhaltung. Und heute haben wir ein paar schöne News dabei, denn die Devs von Suicide Squad Kill Justice League von Rocksteady, die haben sich zurückgemeldet und haben einige Updates angekündigt, die bald ins Spiel finden werden. Wir möchten uns heute im Video also mal darüber unterhalten, was demnächst ins Spiel kommen wird, welche Probleme bekannt sind und welche Workarounds es auch gibt, wie ihr momentan eventuell Probleme auch umgehen könnt, die euch beschäftigen. Falls ihr also irgendwie technisch was am Laufen habt mit dem Game, könnte heute auch eine Lösung für euch dabei sein. Steigen wir ein. Auf meinem Blog und den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, habe ich euch das Ganze auf Deutsch übersetzt. Es ist eine sporadische Übersetzung, das heißt, es können auch Fehler drin sein, das nur als Anmerkung. Ihr findet aber, wie gesagt, das Ganze nochmal schriftlich zum Nachlesen, falls ihr jetzt im Video was verpasst oder es nicht schafft, ganz durchzukommen. Also es gibt eine vorläufige Patch Notes, würde ich jetzt mal sagen. Und der Patch ist meines Wissens jetzt noch nicht erschienen, denke ich, aber wird nicht mehr allzu lange dauern. Es wurde schon gesagt, dass sie zusätzlich zu diesen Problemen, auf die wir jetzt gleich eingehen, auch noch einige Server-Updates ohne Downtime veröffentlicht haben, die folgende Änderungen enthalten, nämlich Serververbesserungen zur Behebung einiger Stabilitätsprobleme des Servers und Serververbesserungen mit dem Ziel, einige potenzielle Login-Probleme zu lösen. Wer also hier häufig irgendwelche Fehlermeldungen hatte, könnte jetzt vielleicht eine bessere Spielerfahrung haben. Dann gibt es Probleme, wo es auch Umgehungslösungen dazu gibt und die werden jetzt aufgeführt und ich habe von dem einen oder anderen auch schon mal gehört, ja, das funktioniert nicht so ganz oder das funktioniert nicht so ganz. Es hält sich in Grenzen, also zumindest Feedback, was ich bekomme. Aber dass Steam-Spieler die Fehlermeldungen nicht in Argos Datenbank erhalten, wenn sie versuchen, andere Steam-Freunde einzuladen. Da kann man das Matchmaking auf offen für Freunde stellen und dann das Steam-Overlay benutzen, um Spieler in eine Sitzung einzuladen. Also ihr müsst einfach die Funktion von Steam selbst benutzen, um die Spieler in der Session einzuladen. Das könnte helfen, dieses Problem zu umgehen. Granatenausrüstungsplatz wird oder bleibt gesperrt nach Abschluss von Don't Blow It in Kapitel 2. Die Umgehungslösung wäre hier, dass ihr zum Pinguin geht und eine Granate anfertigt, während du die Kontrolle über die betroffenen Gruppenmitglieder hast und die Granate dann ausrüstest. Das nächste wäre, dass der Schusswaffen-2-Slot gesperrt wird. Dieses Problem hatte ich ehrlich gesagt auch schon mal. Umgehungslösung wäre, gehe zum Pinguin und fertige eine Waffe an, während du die Kontrolle über die betroffenen Truppenmitglieder hast und rüste sie dann aus. Das könnte also diesen zweiten Waffenslot wieder freischalten. Bei mir war das beim Boomerang komischerweise gesperrt. Und dann gibt es Probleme, dass die Leute die Twitch-Drops zum Beispiel nicht bekommen haben oder Vorbestellungen in Deluxe-Boni. Das habe ich auch schon mal gehört als Feedback im Stream bei mir. Wir haben kürzlich einige Korrekturen implementiert, die die Anzahl der Spieler mit diesem Problem reduzieren sollten. Also es sollte jetzt deutlich seltener vorkommen, dass die Leute noch dieses Problem haben. Aber ansonsten wird einem geraten, den Kundensupport zu kontaktieren. Das hatte ich Gott sei Dank auch schon geraten. Im Blog findet ihr den Link dazu. Also schaut gern vorbei, falls ihr dieses Problem noch habt und hier eine Hilfe sucht. Das findet ihr dann über diesen Link hier. Wenn ihr das Problem habt, dass der Spielprogress, also der Fortschritt, verloren geht, gibt es auch eine Umgehungslösung. In einigen Fällen haben wir beobachtet, dass dies passiert, nachdem Spieler in Warner Brothers Games Konto entkoppelt und es mit einem anderen verknüpft haben. Der Spielprogress, also Fortschritt, ist mit einem Warner Brothers Games Konto verknüpft. Ein Wechsel wird dies also verursachen. Wenn ihr also hier eine andere Verknüpfung herstellt, könnte es zu diesem Problem kommen. Der Progress kann aber zurückerlangt werden, indem man sich in das ursprüngliche Warner Brothers Games Konto einloggt. Alternativ, wenn du weiterhin dasselbe Konto benutzt, sollte dieses Problem nicht mehr auftreten. Und sie beobachten weiterhin Vorfälle dieser Art. Dann kommen wir zu einem nächsten Abschnitt, wo nämlich diese Probleme untersucht werden. Das Laden in eine Spielsitzung führt dich zurück zum Anmeldebildschirm. Wir setzen die Reparatur der betroffenen Spieler fort, sobald wir sie finden. Wenn du dieses Problem erlebst, melde es bitte hier. Also hier ebenfalls habe ich euch den Link nochmal mit eingefügt im Blogbeitrag. Falls ihr also eine Spielsitzung laden wollt, aber dann zurück in Anmeldebildschirm geschmissen werdet, könnt ihr das hier melden und erhaltet dann hoffentlich schnell Hilfe. Unendliches Laden oder Abstürze beim Anmelden bei den Warner Brothers Games Diensten. Wir haben es geschafft, diese Probleme für einen Teil der Spieler zu lösen, aber wir untersuchen weiterhin mögliche Ursachen. Fehler beim Abrufen der EULA. Legendäre berüchtigte Ausrüstung verliert ihre Verstärkung beim Überarbeiten der Waffen mit Pinguin. Das sind also Probleme hier, diese beiden, wo sie auch noch gucken. Deadshot wird nicht korrekt animiert oder erscheint mit Rivalenherausforderungen anderer Squad-Mitglieder
auch noch eine Sache. Gelöste Probleme, die auf Veröffentlichung warten, ist der nächste Abschnitt, der kommuniziert wurde. Das heißt, diese Probleme sind behoben, warten allerdings nur noch darauf, dass sie rauskommen. Spieler, die daran gehindert werden, ihren Final Crisis Rang zu erhöhen oder Mastery Level freizuschalten, nachdem sie einen Freund gespielt haben, der bereits Mastery Level 30 hinaus fortgeschritten ist. Dies kann vermieden werden übrigens, indem man die Einführung bis zum Endspiel durchspielt und die Mayhem-Mission abschließt, bevor man mit Freunden auf höheren Mastery Leveln spielt. Twitch Drops werden den Spielern nicht gewährt, also diese Lösung ist auch schon da. Sie wird nur noch veröffentlicht. Wer jetzt bisher auf seine Twitch Drops wartet, aber schon genug geschaut hat, ihr werdet bald wahrscheinlich eure Drops erhalten. Ivy ist manchmal in den Zwischensequenzen nicht sichtbar oder unsichtbar. Spieler sind manchmal nicht in der Lage, für den Zugang in Incursion Missions zu bezahlen, wenn sie mit Freunden spielen. Shield Harvesting Verträge werden nicht verfolgt. Sprachchat funktioniert nicht beim Matchmaking in der Öffentlichkeit, also offen für alle. Spielabsturz während der Shader-Optimierung. Verschiedene Erfolge werden auf bestimmten Plattformen nicht freigeschaltet. Also diese ganzen Sachen, die wir jetzt gerade gelesen haben, die werden jetzt demnächst veröffentlicht und dann sollte das Ding vom Tisch sein. Im zweiten Abschnitt vom Video jetzt, wir haben noch ein bisschen Zeit, gibt es einen ersten Brief an die Community von den Entwicklern. Und den habe ich euch auch einmal sporadisch auf Deutsch übersetzen lassen. Die Originalfassung findet ihr hier. Das ist also auch ein Link zum Original auf dem Discord. Und ich werde euch das jetzt nicht komplett durchlesen, sondern ich werde euch einfach eine grobe Zusammenfassung von dem geben, was gesagt wurde. Also, es geht vor allem um drei Dinge in diesem Brief. Nämlich das erste, dass es über die Meisterschaftsstufen hinweg auf eine bestimmte Weise eine Skalierung geben sollte für den Brenneneffekt. Und das Brennen war wohl übermächtig, weil es immer weiter skaliert ist und es war nicht gedacht, dass es weiter skaliert. Und das hat zu dem Problem geführt, dass halt Brennen mega overpowered war und die Leute sozusagen immer weiter pushen konnten mit dem Meisterschaftsstufen und sozusagen Meisterschaftsstufen erreicht haben, wahrscheinlich die eigentlich nicht angedacht waren. Und deswegen haben sie jetzt natürlich gucken müssen, wie machen sie das mit dem Verbrennungseffekt, ja? Und wie machen sie das dann mit den Meisterschaftsstufen, die die Spieler bereits erreicht haben? Und es ist ja nicht der Fehler quasi von den Spielern, dass sie diesen Brenneneffekt benutzt haben, denn Rocksteady möchte, dass wir Builds entdecken, die sie vielleicht nicht entdeckt haben, dass wir eine neue Meta erstellen, weil wir coole Builds eben zusammengebastelt haben und so weiter. Das haben ja die Leute hier geschafft, auch wenn es halt eben nicht so angedacht war, dass der Verbrennungseffekt eben der einzige Effekt ist und der einzige Build, sag ich mal, der oben in den obersten Levels alles wegmäht, ja. Deswegen, das ist das Thema eigentlich, dem sie sich hier widmen, weil halt das hier sozusagen auf die Konsequenz herauskommt, dass jeder diesen Brennen-Build spielt, weil nichts stärker ist als Brennen und das ist ja nicht Sinn der Sache. Es ist Sinn der Sache, dass es mehrere verschiedene Builds gibt, mehrere verschiedene Effekte und Kombinationen, die richtig Spaß machen und auch stark sind im Game. Und nicht das eine einzige Sache, das ist, wo man es mega übertreiben kann. Und wie gesagt, mit der Verbrennung war das nicht so gewollt, dass es unendlich skaliert. Deswegen haben sie jetzt Folgendes entschieden, nämlich, dass sie die Verbrennung, dass sie das richtig stellen, sozusagen so, wie es auch gedacht war. Aber, dass sie trotzdem den Spielern quasi ihren Erfolg gönnen möchten. Das heißt, sie machen diese Rangliste fest für diese Zeit und jeder wird da verewigt, also auch mit seinem Meisterschaftsrang, den er mit diesem Brennen-Build zum Beispiel geschafft hat. Und jeder kann auch sehen, was hier abgelaufen ist. Also diese Rangliste quasi bleibt bestehen und für jeden einsehbar und jeder, der hier was erreicht hat, der hat das auch erreicht und ist sichtbar einfach mit seinem Erfolg. Ja? Aber sie möchten halt einfach auch, dass dieser Verbrennen-Effekt nicht so bleibt, weil sonst gehen halt die Bildvarianten flöten. Das ist ja natürlich auch keine Lösung, wenn dann jeder nur mit dem Brennenbild rumläuft. Also muss es eigentlich behoben werden. Ja, das ist so die Erklärung dazu. Ansonsten ist es noch so eine Sache, dass sie Kritik bekommen haben, beziehungsweise einfach Feedback bekommen haben, dass in den höheren Stufen die Monster mit ihren Lebenspunkten sehr stark skalieren. Und ich schätze mal, ich habe es selber nicht gelesen, dass es diese Art von Kritik oder Anmerkung gab, aber wahrscheinlich auch dieses Problem, was viele Loot-Shooter-Games haben, dass wir dann Bullet-Sponges haben, also diese wirklich Feinde mit übertrieben vielen Lebenspunkten, die dann halt einfach nur mega lang brauchen, bis man sie niedergeschossen hat. Und deswegen haben sie hören darauf und sie senken die Lebenspunkte von den Feinden in den höheren Stufen, dass es nicht mehr so aggressiv skaliert mit den Lebenspunkten. Und im Gegenzug dazu wird es aber auch so sein, dass sie bei Gegenständen wie diesem, mit dieser Panzer der Schildkröte oder Haut aus Magma, ja, dass diese Gegenstände nicht mehr immun machen bei einer gewissen
Anwendung von einem bestimmten Skill oder so. Diese Gegenstände geben dir eigentlich bislang Immunität für eine gewisse Zeit. Und man hat es geschafft, in den höheren Levels das einfach schnell zu reproduzieren, sodass man einfach eine lange Zeit hatte, wo man immun war gegen Schaden. Deswegen werden sie das so anpassen, dass es keine Immunität mehr gibt, sondern nur erlittenen Schaden um 90% reduziert. Also man kriegt noch Schaden, man ist nicht mehr 100% immun. Das heißt, zusammenfassend wurde einfach gesagt, sie werden die Lebenspunkte von den Feinden in den höheren Stufen nicht mehr so aggressiv nach oben fahren, die Lebenspunkte. Aber sie werden es den Spielern halt auch ein bisschen herausfordernder machen, quasi sich nicht einfach ganz immun gegen Schaden machen zu können und sich ein bisschen mehr anstrengen zu müssen, Schaden zu vermeiden oder eben nicht so viel Schaden abzubekommen auf die eine oder andere Weise und so wieder eine gewisse Balance herzustellen, was dieses krasse Endgame-Gameplay angeht. Und das ist letztendlich so die Zusammenfassung, was gesagt wurde. Vielleicht das Letzte lese ich euch noch vor. Wir verpflichten uns, euch allen wöchentlich ein Entwicklungsupdate zu geben, sei es groß oder klein, um euch einen besseren und tieferen Einblick zu geben, was wir tun und was wir vorhaben. In den kommenden Wochen geben wir euch einen Einblick in das, was in Saison 1 kommt, also Season 1, und welche langfristigen Änderungen wir denken, also es wurde so übersetzt, wir vorhaben, in das Spiel zu implementieren, um es für alle zu verbessern. Und zuletzt möchte ich im Namen der gesamten Rocksteady Crew ein riesiges herzliches Dankeschön an alle unsere Spieler aussprechen für all das Feedback, die Leidenschaft, die ihr zeigt. Wir sind begeistert, auf dieser Reise mit euch allen zu sein und freuen uns darauf, euch bald mehr Details mitzuteilen, was wir mit dem Start unserer ersten Season ins Spiel bringen. Viel Liebe und lasst uns Brainiac eine Tracht Prügel verpassen. Der Kerl hat es wirklich verdient. Und in diesem Sinne schließe ich auch. Ich hoffe, es war was Nützliches für euch dabei. Jetzt wisst ihr, was uns demnächst in Suicide Squad Kill the Justice League erwartet. Bis zu einem nächsten Video zum Game. Lasst gerne ein Abo da, falls es euch gefällt. Und schaut auch gerne beim Stream vorbei, wo wir auch regelmäßig dieses Game streamen werden. Macht es gut, Leute. Und auf Wiedersehen.